können im Prinzip hier nicht verlieren. Verluste aus Sportwetten bei Bet365 zurückfordern, das soll wirklich gehen. Ja, das geht. Man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so. Man ging natürlich davon aus, dass ein Anbieter wie Bet365, ein Anbieter, der einer der reichsten Frauen aus England gehört, dass der keine Fehler macht und man sein Geld dort nicht zurückbekommt. Aber Bet365 hat sich zwischen 2012 und 2020 in keinster Weise an die deutschen gesetzlichen Regelungen gehalten. Was haben diese gesagt? Der Glücksspielstaatsvertrag ist das Gesetz, auf das es ankommt, und der sagt, wer in Deutschland Sportwetten anbieten will, der braucht eine Lizenz. Diese Lizenz lag nicht vor. Erster Fehler. Zweiter Fehler. Bet365 hat die Sportwetten, die grundsätzlich unter einem Erlaubnisvorbehalt standen, dann auch noch neben Casino und Pokerangeboten platziert. Das heißt, jemand, der eine Sportwette platzieren wollte, brauchte nur einen Mausklick und war dann direkt beim Casino. Das war auch strengstens verboten, steht in § 4 des Glücksspielstaatsvertrages von 2012. Also zwei gute Gründe, warum dieser Wettvertrag, der zwischen euch und Bet365 zustande gekommen ist, unwirksam ist. Was passiert, wenn ein Vertrag unwirksam ist? Dann besteht kein Rechtsgrund mehr dafür, dass ihr das Geld bezahlt habt, und dann könnt ihr es zurückfordern. Und genau das machen wir für euch. Das heißt, wir müssen jetzt im ersten Schritt einmal schauen, wie viel ihr überhaupt verloren habt. Es gibt Mandanten von uns, die haben zwischen 10.000 Euro und 1,5 Millionen Euro verloren. Das können wir für euch zurückholen. Dafür brauchen wir aber zuerst die Transaktionsliste vom Anbieter. Und wenn ihr diese Transaktionsliste dann mit uns zusammen angefordert habt, dann können wir genau ausrechnen, wie viel habt ihr gewonnen, wie viel habt ihr verloren und wie viel Verlust bleibt unterm Strich stehen. Und das fordern wir dann für euch beim Wettanbieter ein. Wie finanziert ihr das Ganze? Ihr könnt es selber zahlen. Wir haben aber auch Kontakte zu sehr finanzstarken Prozessfinanzierern. Diese können den Prozess finanzieren und verlangen für diese Finanzierung im Ergebnis zwischen 25% und 40% des Verlustes, den ihr dann nachher zurückbekommt. Also beispielsweise bekommt ihr 10.000 Euro zurück, der Finanzierer bekommt 35%, dann müsst ihr 3.500 Euro abgeben, aber ihr habt dann natürlich auch kein Risiko, und wenn der Prozess verloren geht oder man in Malta nicht vollstrecken kann, dann bleibt ihr nicht auf den Kosten sitzen. Ihr könnt im Prinzip hier nicht verlieren. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten meldet euch gerne, nehmt Kontakt zu uns auf. Wir sind bereit und wollen euch helfen. Handelt jetzt!